Chai Bhagwan, liebe Yoga-Freundin, Chai Bhagwan, lieber Yoga-Freund. Heute ist der 1. Mai und ich habe mir gedacht, ich überrasche euch mit einer Videobotschaft statt mit einem kleinen geschriebenen Newsletter. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, im Körper, im Studio. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wohl dran. Vielleicht habt ihr euch auch schon, wie ich, mich in den letzten Tagen häufig gefragt, wann und wie es im Yoga-Studio weitergehen kann mit den Yogastunden und den Yogakursen. Es ist ja so, dass nach und nach die Regierung Erleichterungen macht von der Kontaktreduzierung und nach wieder Bereiche des öffentlichen Lebens mit strikten Hygienevorgaben öffnet. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auch relativ bald zu diesen Bereichen gehören werden. Ich nehme an, es wird schon sein, ab Mitte Mai, vielleicht wird es auch Mitte Juni. Das wäre also das Wann. Wir wissen es nicht, ganz sicher nicht. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich dran zu orientieren, Ausschau zu halten danach, wann wieder Lehrveranstaltungen erlaubt sind, wann wieder Sportarten, die draußen gemacht werden, erlaubt sind, Tennis, Golf und so weiter, wann Sportvereine wieder ihre Tätigkeit aufnehmen dürfen und natürlich auch, wann Fitnessstudios wieder wieder aufmachen dürfen. Also einfach darauf gucken, wann das ist und dann wird es demnächst mit Sicherheit auch auf unser Yoga-Studio zutreffen. Selbstverständlich hört ihr von mir rechtzeitig vor der Wiedereröffnung. Das wäre das Wann, das Wie. Ich denke schon länger über ein Konzept nach, wobei ich auch wieder nicht genau weiß, was für Vorgaben wir bekommen werden von der Regierung. Aber ich nehme jetzt einfach Annahmen und mache meine Überlegungen basierend auf diesen Annahmen. Eine dieser Annahmen ist, dass ein Sicherheitsabstand eingehalten werden muss und ich nehme an, dass der 1,5 bis 2 Meter sein wird zwischen den einzelnen Matten. Und das reduziert natürlich, wir haben es schon ausprobiert im Studio, das werden zwischen 4 und 6 Personen sein, die dann komfortabel Yoga üben können. Das reduziert natürlich die Teilnehmerzahl fast auf die Hälfte. Und das wird natürlich auch einen Einfluss haben auf den Umsatz, auf mein Einkommen. Ich möchte darüber jetzt nicht weiter sprechen und auch nicht spekulieren. Ich wollte das nur ganz klar sagen, dass es natürlich geschäftliche Konsequenzen für mich haben wird und ich dann auch darüber nachdenken muss, wie das dann weitergehen kann. Ich nehme nicht an, dass ich das Doppelte arbeiten werde. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine vorstellbare Möglichkeit wäre eine Art Schichtbetrieb. Eine Woche kommt die Gruppe, die nächste Woche kommt eine andere Gruppe. Und es wäre dann auch tatsächlich nötig, sich für eine bestimmte Stunde festzulegen, also das Drop-in mit einer freien Zehnerkarte oder so wird wahrscheinlich unter diesem Modell nicht gehen. Ganz einfach, weil
es zu unsicher ist. Und wenn wir wissen, dass der Platz frei ist, dann können wir ihn vergeben. Wenn wir nicht wissen, ob jemand kommt, ist das nicht möglich. Also in die Richtung wird es gehen. Wir werden natürlich, ich werde es noch genauer mir überlegen mit meinem Team. Es war der Abstand, die Minimierung der Distanz zwischen den Leuten. Dann werden mit Sicherheit auch die gemeinsam benutzten Utensilien wie Matten, Klötze und Stühle zu überdenken sein. Es wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein, die Umkleidekabine zu benutzen, aber das ist, glaube ich, eine kleine Schwierigkeit. Dann kommt ihr einfach angezogen hierher. Wir haben vor, das Check-in in Zukunft, wie für unsere Online-Stunden, so auch für die Studiostunden, einfach über unsere Webseite zu gestalten. Da checkt ihr einfach ein und dann seid ihr da und es wird von eurer Karte abgezogen. Das ist ganz einfach und benötigt nicht mehr die gemeinsame Nutzung des Computers unten. Das wäre es soweit zu dem, was mir so einfällt. Eine schöne Nachricht ist auch, dass wir wahrscheinlich schon ab 10. Mai wieder Satsang halten können im Studio, unsere Meditationssitzung, bei der wir gewöhnlich auch Mantras singen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir Mantras singen dürfen. Dann werde ich einen Vortrag halten. Manchmal machen wir auch kleine Zeremonien. Und ich freue mich schon sehr darauf, statt wie bisher online es auch wieder richtig machen zu dürfen. Richtig im körperlichen Kontakt mit Leuten, sie zu sehen, sie zu spüren sozusagen. Ja, das bringt mich hin zu unseren Yoga-Online-Stunden. Die werden ja sehr gut angenommen von euch. Und ich finde auch, das ist eine Sache, die wir ganz bestimmt in der Zukunft weiter ausbauen werden. Das Online-Üben in Kombination mit dem Üben im Studio. Das wär's. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen auf den Stand meiner Überlegungen bringen. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Vielleicht möchtet ihr mir noch mitteilen, was ihr denkt. Was auch natürlich noch eine Option wäre, wäre Yoga im Freien zu üben, aber das müsste dann schon ein schöner, geschnittener Rasen sein. Vielleicht habt ihr ja einen schönen, geschnittenen Rasen, auf dem wir gemeinsam Yoga üben könnten. Auch offen bin ich für andere Ideen. Ich freue mich über andere Ideen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tanz in den Mai heute Abend. Und ich freue mich, euch gesund und munter bald wieder zu sehen. Jai Bhagwan. Om.